Ich begrüße Sie ganz herzlich zur aktuellen Ausgabe von Treffpunkt Freizeit. Schön, dass Sie auch dieses Wochenende wieder eingeschaltet haben. Unser erster Beitrag, der ist geschichtsträchtig. Wie man weiß, sind Trier und Kempten ja sozusagen im Dauerstreit, welche denn nun die älteste Stadt ist. Dass es in Kempten jede Menge Geschichte gibt und das auch zum Erleben, das ist aber unumstritten. So beispielsweise auch die Erasmuskapelle. Die haben wir uns einmal etwas genauer angeschaut. Sie befindet sich unter dem St. Mangplatz. Als wir die Erasmuskapelle betreten, sind wir sofort mittendrin in jahrhundertealter Geschichte in der Vergangenheit Kemptens. Die Mauern scheinen tatsächlich zu uns zu sprechen. Und zu erzählen haben sie einiges, wie uns Saskia in unserer kleinen Privatführung zeigt. Etwa 8 Jahrhunderte Geschichte stecken hier drin. Dass uns die Erasmuskapelle heute noch davon erzählen kann, ist keine Selbstverständlichkeit. Denn das Gebäude war in Vergessenheit geraten, bis man im Zweiten Weltkrieg beim Bau eines Erdbunkers die Westmauer durchbrach. Aber auf ihre vollständige Erschließung musste die Kapelle noch lange warten. Also entdeckt hat man sie durch eine Sondagegrabung, die man hier 2003 gemacht hat. Man hat ja gewusst, hier ist ein Friedhof gewesen und hier muss auch die Erasmuskapelle gewesen sein. Klar wusste man nicht genau, wo liegt die denn. Ja. Und durch das hat man die 2003 hier gefunden, da ist man auf die Apsis gestoßen. Und erst 2008 hat man sie dann natürlich ausgegraben und da hat man dann eben festgestellt, dass die in einem so hervorragenden Zustand ist, dieses untere Geschoss zumindest. Ja. Und dann hat man eben gesagt, gut, man macht es der Besucher zugänglich und ich finde auch, dass es so ein kleiner Eyecatcher auch für Kempten ist mittlerweile. Durch die Ausgrabungen hat die Erasmuskapelle viele ihrer Geheimnisse preisgegeben. Ihre Ursprünge liegen in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Damals baute man die zweistöckige Kanakapelle St. Michael. Im Obergeschoss wurden Totenmessen abgehalten. Unten in der späteren Erasmuskapelle war das Beinhaus. Hier stapelte man die Gebeine auf, die bei der Vergrößerung des Friedhofs zutage kamen. Bei den Ausgrabungen hatten die Helfer einen ungewöhnlichen Fund gemacht. Also hier haben wir eben Schmuckperlen und Holzperlchen, genauso wie wir hier diese Gewandhäkchen haben. Und das sind eigentlich alles Dinge, die man nicht mit ins Grab hineingelegt hat, ganz klar. In der katholischen und auch in der evangelischen Kirche ist es ja nicht üblich, dass man einfach Grabbeigaben dazu gibt. Es war auch am Anfang, haben wir uns da echt gewundert, woher denn die herkommen eigentlich. Ja. Mittlerweile weiß man aber, dass das natürlich von Pesttoten war. Diese Pesttoten hat man natürlich nicht mehr durchsucht. Und daher sind diese Dinge alles erhalten geblieben. Im 14. Jahrhundert dann brach ein Feuer aus. Die St. Michaelskapelle wurde schwer beschädigt. Durch dieses Unglück erhielt die Erasmuskapelle dann ihren Namen. Nach dem Wiederaufbau des Untergeschosses weihte man es dem heiligen Erasmus, dem damaligen Schutzpatron gegen Feuer. Doch die Erasmuskapelle hatte nicht immer einen religiösen Zweck. Davon zeugen diese Trinkglasscherben. Man hat halt eben dann nach dieser Reformation hat man hier natürlich auch diese Gebäude anderweitig nutzen wollen oder müssen. Und man hat hier eben dann eine Trinkstube für den Rathahn, für die Rathahn draus gemacht. Ja. Und die haben hier natürlich ihre, ja, wie soll man sagen, ihre Besprechungen abgehalten. Ja, ganz klar. Trotz aller Funde und Erkenntnisse, die Erasmuskapelle bleibt geheimnisvoll. Die Schriftzeichen hier geben Archäologen, Anthropologen und anderen Forschern nach wie vor Rätsel auf. Hebräische oder gotische Schriftzeichen, ein lateinischer oder schon ein deutscher Spruch, vieles ist möglich. Und wer weiß, vielleicht wird eines Tages auch dieses Geheimnis gelüftet. Dann kann die Erasmuskapelle eine Geschichte mehr erzählen. Zurück aus der Erasmuskapelle gibt es bei uns jetzt gleich die Treffpunkt-Infos. Unter anderem lassen wir hier einen alten Brauch wieder aufleben. In der Dampfsäck in Sontheim findet am Wochenende das Schwabendampf-Festival statt. Ab 11 Uhr gibt es ein buntes Programm. Gezeigt wird alles, was Dampf hat. Das Festival kostet 3 Euro. Die verschiedenen Kurse, Konzerte und Ausstellungen sind dann kostenlos.
Letztes Wochenende hat das Finale des Walser Fensterlprinz stattgefunden. Bei diesem Wettbewerb treten immer zwei Männer gegeneinander an. Die Teilnehmer müssen mehrere Hindernisse wie Heuballen und eine Kletterwand überwinden. Letztendlich gelangen sie dann über eine Leiter auf einen Balkon, wo ein Mädel auf die Männer wartet. Wer diesem Mädchen als erstes ein Bussi auf die Backe drückt, hat die Runde für sich entschieden. Insgesamt haben sich 32 Teilnehmer bei den Vorläufen in Tiefenbach und Oberstdorf qualifiziert. In der Finalrunde konnte sich Rick Frommknecht aus Weiler im Allgäu durchsetzen. Er erhielt einen Reisegutschein über 2000 Euro. Ab heute findet wieder das Allgäuer Kunst- und Kulturfestival Artig in Kempten statt. Bis zum 29.09. stellen 16 Künstler ihre Kunstwerke in der Markthalle am Königsplatz aus. Die insgesamt 600 Quadratmeter große Kunstausstellung ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Auch am Abend ist ein umfangreiches Bühnenprogramm geboten. Das Wochenende wird teils sonnig, teils bewölkt. Es bleibt aber den ganzen Tag über trocken. Am Bodensee zeigt sich am häufigsten die Sonne. Auch der Sonntag wird sonnig mit wenigen Wolken. Am Bodensee werden angenehme Temperaturen von bis zu 19 Grad erreicht. In der neuen Woche erwartet uns ein schönes und ruhiges Herbstwetter. Am Montag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt trocken bei angenehmen Durchschnittswerten um die 17 Grad. Der Dienstag wird ebenfalls schön warm und sonnig, anfangs ist es aber noch neblig. Am Mittwoch gibt es ein sonniges und schönes Herbstwetter. Am Bodensee werden Höchstwerte von bis zu 20 Grad erreicht. Früher war er als der singende Bürgermeister bekannt. Heute tritt Pieterist wieder unter seinem richtigen Namen auf. Er lebt mittlerweile in Meierhöfen, betreibt dort eine Gaststätte und er singt. Und das auch vor unserer Kamera. Bodenständig und idyllisch. Das sind zwei der allerersten Begriffe, die einem einfallen, wenn man das Gasthaus von Peter Rist und den Ausblick von dort zu sehen bekommt. Heute verdient Peter Rist sein Geld als Wirt und Musiker. Das war aber nicht immer so. Bis vor kurzem war er als Beamter Finanzbürgermeister der Stadt Reutlingen. Mein Posten als Finanzbürgermeister, der war schon ziemlich sicher in Reutlingen. Ich habe das offensichtlich ganz gut gemacht. Ich habe es auch gern gemacht. Ich mache alles gern. Aber es hat alles seit Zeit und jetzt ist eine andere Zeit gekommen. Jetzt ist Musik das Wichtigste in meinem Leben. Neben meiner Frau, neben meinen Kindern, das ist klar, das kann man nicht vergleichen. Aber für Musik bringe ich viel Zeit auf und für die Unterhaltung mit Leid, das gibt mir viel und es gibt der Leid viel. Das passt gut zusammen. In seiner neuen Rolle als Gastgeber und Musiker scheint sich Peter Rist richtig wohl zu fühlen. Den kleinen Plausch mit seinen Gästen und zwischendurch mal einen Scherz scheint er zu brauchen und auch zu genießen. Ich bin einfach ein geselliger Mensch und man kann auch eine formal wichtig und richtige Rede unterhaltsam gestalten. Und das habe ich in Reutlingen gemacht. Da ging es darum, wenn man den Weihnachtsmarkt eröffnet hat, haben wir gesagt, wieso nicht singen? Es gibt so viele schöne Weihnachtslieder. Da ist alles drin, was man an Worte braucht. Oder die Eröffnung vom toskanischen Markt und vom Weindorf. Also ich habe da ganz gern Unterhaltung eingebaut in meine Reden und das kam gut an. Und irgendwann hat sich das Blatt dann gewendet, wenn man so will oder noch weiter überdreht. Und gesagt, ja, ich glaube, ich will der Unterhalter sein und die formalen Geschichten, die lassen wir andere machen. Tradition ist inzwischen das kleine 19-Uhr-Ständchen von Peter Rist mit seiner Posaune. Wenn er nicht gerade auf Tour ist, ein fester Termin in seinem Tagesablauf. Bereits früher hat sein Vater an gleicher Stelle Musik gemacht. Das gab es eigentlich immer schon in dem Haus. Mein Vater war Musiker durch und durch. Meine Geschwister haben alle Instrumente gespielt, gesungen. Und ich als Jüngster habe das natürlich und Gott sei Dank auch mitgekriegt, von klein auf. Und die ersten Auftritte haben wir hier auf der Terrasse. Damals hat es noch ein bisschen anders ausgeschaut. Mit dem Flügelhornblasen, mit Jodeln, mit Singen, mit Schuhplatteln, Watscherplatteln mit meinem Vater. Das war noch Zeiten. Ja, das war alles Mitte 70er Jahre. Da war ich 6, 7 Jahre. Da ist losgegangen. Sein Vater war es dann auch, der Peter Rist ursprünglich wieder aus Reutlingen zurück ins Allgäu gelockt hat. Dieser wollte ein bisschen kürzer treten und hatte seinen Sohn um Hilfe gebeten. Das kam Peter Rist und seinen Plänen, weg von der Politik hin zum Unterhalter zu gehen, absolut entgegen. Mein Vater war ja hier Musiker und Gastwirt und
ich war mit ihm immer wieder der Musikus. Wir haben uns das eigentlich so vorgestellt, dass wir da haben, hier oben bin ich immer wieder der Volksmusiker, dass ich mit ihm Musik mache. Er ist leider verstorben, also insofern ist der Plan oder ein Punkt des Plans ist nicht aufgegangen, aber das war der allererste Ursprung, dass wir gesagt haben, jawohl, aus familiären Gründen kommen wir zurück ins Allgäu. Heute tritt Peter Rist regelmäßig für seine Gäste auf. Was gespielt wird, entscheidet sich meist ganz spontan. Oft sind es Volks- oder Heimatlieder. Und weiße Strümpfe dazu, die trägt bei uns im Lande. Ich komme aus der Volksmusik. Ich habe in verschiedenen Blaskapellen gespielt. Jodler, das ganz Bodenständige. Volksmusik, auch Heimatlieder, Volkslieder. Das ist eigentlich, ich glaube, da ist mein Blut am dicksten. Und deshalb jetzt volkstümlicher Schlager. Ich habe allerdings auf meiner ersten Scheibe auch ein paar Popschlager drauf. Und jetzt auf meiner zweiten CD, Für immer frei, ist auch ein richtig, richtig guter Popschlager drauf. Du führst die Sonne hinters Licht. Das, eine gewisse Vielseitigkeit habe ich und will ich mir bewahren. Aber die Mitte ist für mich volkstümlicher Schlager und Volksmusik. Eine andere Art der Mitte, das wird schnell klar, ist für Peter Rist das Allgäu. Von hier kommt er, hier hat es ihn wieder hergezogen und darüber singt er auch immer wieder gern. Am liebsten zusammen mit seinen Gästen. Für immer sei mein Allgäu, mein Allgäu. Nur du schenkst mir den Frieden, reichst wie ein Freund die Hand. Deine Berge, deine Täler. Oh, mein Allgäu, mein Heimatland. Mit den Klängen und den Bildern von Peter Rist sind wir auch schon wieder am Ende der aktuellen Ausgabe von Treffpunkt Freizeit. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes restliches Wochenende und würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Machen Sie es gut.